Eisenbahnen und Radiotechnik. Nur hier bei Berger Max. Liebe Radiofreunde, heute mal ein kleines Wackelvideo von meinem Küchentisch. Ich habe hier ein T100, ein kleines Transistorradio mit Lang-, Mittel- und Kurzwelle. Das wurde wohl gebaut zwischen 1961 und 1963 und hat damals stolze 270 Mark gekostet. Wenn man sich überlegt, dass man vielleicht damals die Leute 300, 400 Mark verdient haben, Ost, war das viel Geld. Und hier ist auch noch ein Garantieschein davon. Gut, den kann ich jetzt sicher nicht mehr in Anspruch nehmen, aber es ist schön, das hier zu haben. Und dieses Gerät hat natürlich hier als Besonderheit einen Schaltkontakt. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher das jetzt hier ist. Ist ja auch egal, ein Schaltkontakt. Einen Kontakt für den Ohrhörer. Und ich kann sogar noch einen Plattenspieler oder eine NF-Quelle anschließen. Was natürlich hier bei diesem Plastikgehäuse und bei 150 mW jetzt nicht so zu empfehlen ist. Und die Batterien, ich hätte jetzt ja auch mit Batterien das euch mal vorführen können, aber das ist ja alles sehr spröde und ziemlich schlecht mit den Kontakten. Und ich wollte es mal einfach jetzt lassen. Kann ja heute eh nicht mehr so schrecklich viel mit anfangen. Und das Besondere an diesem Gerät ist nun dieser Uhrenhalter. Ich habe den gleich zweimal. Und da kann ich das hier nehmen. Und hier, jetzt sehen, ob ich das mit einer Hand jetzt so hinkriege hier. Ich schiebe den hier einfach, ja, klemmt es noch ein bisschen, kleinen Moment. Wir schaffen das. So, zack, ist er drinnen. Jo, und ich habe das schon mal der Einfachheit halber hier vorbereitet. Bei diesem Gerät ist genau dasselbe, bloß ein bisschen freundlicher mit der Farbe der Uhr. Und ja, die geht jetzt nicht richtig, sie geht aber. Und ich schalte das Gerät hier nochmal ein und dann. Ich bin jetzt hier auf der Kurzwelle. Da ist ein bisschen was los. Und ich zeige euch vorher nochmal kurz hier mal. Das hört sich an. Wir machen Musik mit Else Lammer. Das ist hier die Gebrauchsanweisung für den T100. Aber. Wo ist er denn jetzt hin? Hier musste ich nochmal einen Schnitt machen, weil mir diese Broschüre runtergefallen ist. Das ist die Gebrauchsanweisung für die Uhr TZ10. Ich gucke mal hier, ob man das hier lesen kann. Ja. Und ja, ist nichts weiter bei eine mechanische Uhr. Und hier hinten ist das Netzteil dazu für dieses Gerät. Das ist ganz, ganz, ganz einfach. Nicht mal ein ZDO oder einfach nur ein RC-Siebglied. Zwei Wege Gleichrichtung. Und das ist damit der Uhr mit verbaut. Und übrigens, diese Broschüren, das möchte ich nochmal erwähnen, die habe ich von einem Herrn, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, von Tonfunk Ermsleben, wie es glaube ich damals hieß. Und dieser alte Herr, der damals schon weit über 90 war, der hat die beiden Stereo-Decoder in der DDR entwickelt. Das war ja einmal der Röhr für den Röhrentoner dort, transistoriert das Gerät mit 200 Volt Betriebsspannung. Mit Transistoren und dann nachher den Stereo-Decoder, den Transistorierten. Die haben die dort auch gebaut, die Leute. Und es war sehr interessant mit ihm, aber er durfte nun auch schon das Zeitliche gesegnet haben. Gut, ich habe das jetzt hier reingebaut und ich kann das Gerät jetzt betreiben, normal als Radio, mit Netzteil. Ich habe jetzt hier mal die Kurzwelle, spare ich mir den Heimsender und. Wenn ich jetzt hier umschalte, dann auf Wecken, naja, und dann drehe ich ja, könnt ihr euch vorstellen, was da passiert. Nicht sehr dramatisch, also die Uhr tickt. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Jo, und wenn jetzt hier um 5 der Wecker klingelt, dann, ja, gleich. Ja, geht er jetzt dann für eine halbe Stunde an und die Leute mussten aufstehen und in ihren VEB gehen. Ja, schönes Sammlerstück. Und wird wohl heute keiner mehr benutzen, aber es ist doch ja, schön in jeder Sammlung, sehr dekorativ. Und ich lege mich jetzt wieder hin. Nun, ich bin doch nochmal aufgestanden, denn ich habe leichter als gedacht hier diese Klappe abbekommen. Schon ewig her, dass ich es mal gemacht habe, als ich alles sauber gemacht habe. Und dann möchte ich euch einfach nochmal das Netzteil zeigen. Also das ist ganz einfach hier. Den Plan habt ihr ja schon gesehen. Und ja, hier hinten ist die Uhr. Mechanische Uhr
und das ganz primitive Netzteil hier mit Selen-Gleichrichter. Gut, jetzt aber wirklich, wie würde Peter Lustig sagen, abschalten.